Ich war vor einiger Zeit mit euch schon mal hier gewesen und hatte mir Prominentengräber angesehen, hatte allerdings, wie ich auch im Video sagte, nicht alle gefunden. Heute machen wir es besser, heute gehen wir etwas planmäßiger vor. Am Friedhofseingang ist ein Plan und eine Liste, wo die Persönlichkeiten liegen. Heute kommt, wie gesagt, Teil 2. Wir werden uns heute noch einige prominenten Gräber anschauen. Aber wie ich bereits sagte, war ich über 3,5 Stunden auf diesem Friedhof. Also nicht wundern, wenn ihr auch mal ein Grab seht, das ihr vielleicht nicht zuordnen könnt. Und immer wieder wende ich meinen Blick auch zum großen Saushohlensee. Er befindet sich in der Mitte des Friedhofs und entstand aus zwei kleinen Teichen. Auf diesem Friedhof befindet sich auch das Grab von Klaus-Jürgen Wusow, dem großen Schauspieler und Synchronsprecher, den viele als Darstellung des Professor Brinkmanns in der Serie Schwarzwaldklinik kennen. Ulrich Roski war ein deutscher Liedermacher, der seine größten Erfolge in den 70er Jahren hatte. Neben Liedern und Bühnentexten verfasste Roski auch Sketche und Kurzhörspiele für Rundfunk und Fernsehen, unter anderem für Dieter Krebs in Voll daneben. Ulrich Roski starb 12 Tage vor seinem 59. Geburtstag an einer inneren Blutung, verursacht durch ein Zungenkarzinom. Carsten Witte war ein deutscher Filmwissenschaftler. Er war Herausgeber der im Suhrkamp Verlag erschienenen unvollendeten Schriftenausgabe von Siegfried Krakauer. Er starb 1995 im Alter von 51 Jahren an den Folgen von AIDS. Arno Hermann Oskar Alfred Holz. Er war ein deutscher Dichter und Dramatiker des Naturalismus und Impressionismus. Arno Holz starb nach längerem Leiden in der Nacht zum 26. Oktober 1929 im Alter von 66 Jahren. Mein Staub verstob, wie ein Stern strahlt mein Vermächtnis. Zum Abschluss meines heutigen Videos besuchen wir noch das Grab von Horst Werner Buchholz, auch als Horst Buchholz bekannt. Geboren am 4. Dezember 1933 in Berlin, gestorben am 3. März 2003 in Berlin. Er war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Er starb im Berliner Krankenhaus an den Folgen einer schweren Lungenentzündung und wurde 69 Jahre alt. Sein Leinwanddebüt gab Buchholz 1952 als Komparse in Die Spur führt nach Berlin, einem Film mit Irina Garten. Für seinen vierten Film Himmel ohne Sterne von Helmut Keutner wurde er 1956 mit dem Filmband in Silber als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Im selben Jahr gelang Buchholz mit der Hauptrolle in Die Halbstarken an der Seite von Karin Balder Durchbruch. Auch sein nächster Film, Endstation Liebe, wurde ein Erfolg und festigte seinen Ruf als deutscher James Dean. Die Figur des widerspenstigen Rebellen schien ihm geradezu auf den Leib geschneidert und machte ihn in Ost- und Westdeutschland zu einem Jugendidol. 1957 spielte er in dem Film Mondpi die männliche Hauptrolle neben Romy Schneider. 1958 heiratete Buchholz die französische Schauspielerin Myriam Brü im Anschluss an die Dreharbeiten zu dem Film Auferstehung, in dem beide die Hauptrollen gespielt hatten. Für seine Darstellung der Titelrolle in der Thomas Mann-Verfilmung Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull erhielt er einen Bambi und erlangte durch sie auch internationale Bekanntheit.
Nachdem er mit Nasser Asphalt einen weiteren Erfolg hatte feiern können, drehte er 1959 in London mit Tiger Bay seinen ersten internationalen Film und erhielt für seine Leistungen von Kritikern großes Lob. Im selben Jahr hatte er auch sein Broadway-Debüt in dem Stück Cherie von Anita Loos. 1959 drehte er mit Das Totenschiff nach Pete Raven seinen vorläufig letzten deutschen Film. Fortan war Buchholz, der 6 Sprachen fließend beherrschte, hauptsächlich in den USA, Frankreich, Italien sowie in Großbritannien tätig. 1960 und 1961 wirkte er in 2 großen Hollywood-Filmen mit. 1973 kehrte Buchholz für die Filmkomödie Aber Johnny nach Deutschland zurück. In den Folgejahren arbeitete er vorwiegend für das Fernsehen. 1981 erhielt er eine eigene Fernsehsendung mit dem Titel Astro Show, die er gemeinsam mit der Astrologin Elisabeth Tessier moderierte. Nach 5 Folgen wurde die Sendereihe jedoch von Hans-Peter Heinzel übernommen. Bis zu seinem Tod spielte Buchholz in Berlin auch wieder Theater, so 1979 in dem Musical Kabarett am Theater des Westens. Danke, dass ihr mich heute wieder begleitet habt. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag.